Eins, zwei, Mikrofon, check, one, two, what this is, the five footers kicking with the roughneck business, I flow like this and I'm gonna... Wir sind hier bei OTV und wir freuen uns, dich hier zu haben. Kennst du OTV? Ja, und zwar bei Sister Act wurde ich schon mal von euch interviewt, bei der Premiere. Was sagst du zum Ruhrgebiet? Ich mag das Ruhrgebiet, das ist urig, das ist ehrlich, das ist auch manchmal ein bisschen schroff und vor allen Dingen original. Du hast ja jetzt schon alles ausprobiert, von Gesang zu Schauspielerei. Was hast du da am liebsten gemacht? Ich glaube, ich habe am liebsten produziert. Letztendlich, wenn man vor der Kamera gestanden hat, jahrelang, und dann später mal Fernsehen selber macht, dann ist das Interessanteste, wenn man eine Idee hat, ein Konzept schreibt und das dann später im Fernsehen sieht. Ich habe damals vielleicht Glück gehabt, dass ich zum richtigen Zeitpunkt beim Casting gewesen bin bei Viva TV und habe dann 10 Jahre dort moderiert. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit, eine ganz, ganz lustige Zeit. Wie würdest du denn sagen, hat sich die Musik verändert oder besonders die Musiksendungen heutzutage? Das Internet ist erstmal die Neuentwicklung. Das hat natürlich sehr kontraproduktiv auf Musiksendungen eingewirkt. Musikfernsehen gibt es gar nicht mehr so richtig. Ich denke, es ist Platz für einen neuen Musiksender und in die Richtung werde ich auch arbeiten. Aha, möchtest du uns dazu was erzählen? Gibt es da irgendwelche konkreten Pläne? Ja, es gibt schon konkrete Pläne und sicherlich klar, ich bin bei einem Musiksender groß geworden. Ja, und jetzt ist die logische Konsequenz für mich, irgendwann mal selber einen Sender zu machen und das wird in den nächsten 2 Jahren geschehen. Was sind so die 3 Tipps, die du jedem Moderator auf den Weg gehen würdest in seinen ersten Jahren? Naja, erstmal zu OTV gehen, bei regionalen Sendern anfangen, bei kleinen Sendern anfangen. Hier lernt man am meisten und dann mit diesem Know-how, mit dem fundierten Know-how, was man nur bei einem kleinen Sender kriegt, so ist es bei Viva auch gewesen, dann kann man dann zu den Großen gehen und so kann man seinen Weg gehen. So bin ich den Weg gegangen und so wirst du den Weg auch gehen. Also ein Rückblick auf die Karriere. Was war das Beste, was war das Schlechteste, was dir je passiert ist? Das Beste, was mir jemals passiert ist, es gibt viele tolle Momente, aber ich würde sagen natürlich, dass ich das Casting gewonnen habe bei Viva, damit hat alles angefangen. Und das Schlechteste, ist vieles schlecht gelaufen, da werden es noch viele schlechte Dinge geben und viele Highlights, aber so ein schlechtes Ding kann ich gar nicht hervorheben. Never crack under pressure. Ja, Mike, du hörst miteinander, ich bin's, euer Moderator und ich begrüße euch hier bei OTV, macht's gut, ich bin draußen 123, auf Viva sehen. Tut mir im Vorhinein schon mal leid, falls das passiert. Ja, ja. Okay, seid ihr bereit? Egal wie jung deine Freunde sein mögen, Jesus' Freunde waren Jünger. Was sagt ein Bauer, der seinen Traktor sucht? Wo ist mein Traktor? Was ist ein Schneemann im Sommer? Eine Pfütze. Zwei, eins, tschüss.